des Petitionsausschusses. Man könnte ja auch sagen, des Ausschusses mit der meisten Bürgerbeteiligung, Bürgerkontakten. Vielleicht ist es ja der Bürgerausschuss, man weiß es nicht. Wir bedanken uns für die Gebärdendolmetschung. Ich begrüße Martina Stamm-Fiebig, die Vorsitzende des Petitionsausschusses, Mitglied der SPD, Andreas Mattfeld, den Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Corinna Rüffer, die Obfrau der Bundesfraktion Bündnis 90 Die Grünen, Manfred Tuttenhausen, Obmann der FDP-Fraktion, Dirk Brandis, den Obmann der AfD-Fraktion und Sören Pellmann, den Obmann der Linken-Fraktion. Seien Sie uns herzlich willkommen. Wir haben uns kurz darauf verständigen können, dass nicht alle jetzt ein Statement geben, sondern Frau Stamm-Fiebig das sagen als Einleitung für alle macht. Dafür bedanken wir uns gern. Wenn Sie im Anschluss dann Fragen haben, versuchen Sie mir doch zu sagen oder uns zu sagen, an wen Sie Ihre Frage richten, beziehungsweise das Podium gibt mir ein Signal, wer auf die Fragen antworten möchte. Dann kann ich nämlich Ihr Mikrofon auch freischalten, sodass wir dann auch eine gerechte Verteilung hinbekommen. Frau Stamm-Fiebig, Sie haben das Wort. Bitte schön. Herzlichen Dank, Herr Feldhoff, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf zunächst einmal einen herzlichen Dank aussprechen an die Bundespressekonferenz für die Einladung, den Jahresbericht des Petitionsausschusses für das Jahr 2022 vorzustellen. Für Bürgerinnen und Bürger, die sich für das Gemeinwohl engagieren oder Hilfe bei einem persönlichen Problem benötigen, sind Petitionen ein wichtiges Instrument, um Vorschläge an uns Abgeordnete zu machen oder um Hilfe bei der Lösung für persönliche Probleme mit meistens den Behörden zu bitten. Eine Petition einzureichen ist ein demokratisches Grundrecht, das in Artikel 17 des Grundgesetzes für alle Menschen, unabhängig etwa von Alter oder der Staatsangehörigkeit, garantiert wird. Jeder, der von diesem Recht Gebrauch macht, garantiert die Verfassung, dass sein Anliegen entgegengenommen, sorgfältig geprüft und beschieden wird. Alle Petentinnen und Petenten können sicher sein, dass sich das Parlament mit ihren Anliegen befasst und dass sie über die Entscheidung informiert werden. Zugleich liefern diese Petitionen aber auch den Parlamentariern wichtige Informationen zur Umsetzung der laufenden Gesetzgebung. Sie machen den Ausschuss etwa auf Probleme aufmerksam, wo Gesetze in der Praxis nicht funktionieren, was im Einzelfall sonst eventuell niemals jemand mitbekommen würde. Im Jahr 2022 gingen 13.242 Eingaben beim Petitionsausschuss ein. Das bedeutet 1.575 mehr als im Vorjahr. Und in den Anliegen spiegeln sich die Themen der Zeit wider. Außenpolitische Herausforderungen wie den völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Proteste im Iran und die stark umstrittenen Sportereignisse in China und Katar. Auch die Bedrohung durch Covid-19 spielte weiterhin eine Rolle. Außerdem sorgten sich die Bürgerinnen und Bürger um vor allem Energiesicherheit, steigende Energie- und Lebensmittelpreise sowie die Inflation generell. Die meisten Zuschriften betrafen wieder einmal den Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit, auch wenn ein leichter Rückgang zu verzeichnen ist. Auf Platz 2 und 3 lagen das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und das Bundesministerium der Justiz. Die größte Steigerung in absoluten Zahlen gegenüber dem Vorjahr war bei den Petitionen zum Zuständigkeitsbericht des Auswärtigen Amtes zu verzeichnen, was aufgrund der Geschehnisse in der Welt nicht verwunderlich ist. Circa 70% der Petitionen enthielten persönliche Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern, die mit Entscheidungen oder dem Vorgehen einer Behörde unzufrieden waren. Hier nur einige Beispiele. Einer Petentin half der Ausschuss, einen Grundzuschuss der Deutschen Rentenversicherung Bund zu erhalten, um sich selbstständig zu machen. Eine weitere Petentin wandte sich an den Ausschuss, weil sie keine Rentenzahlungen erhielt. Durch das Eingreifen des Ausschusses konnte das Problem sehr schnell gelöst werden und die Petentin erhielt eine Nachzahlung von 13.000 Euro. Außerdem unterstützte der Ausschuss eine Petentin, die Bewilligung einer onkologischen Reha zu erhalten. Also Sie sehen, es sind auch wirklich ganz normale Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern, die sich an uns wenden. Neben diesen Einzelfallpetitionen wurden zahlreiche Bitten zur Gesetzgebung bzw. politischen Gestaltung an den Ausschuss herangetragen. Und hierzu konnten 937.513 Unterstützungen und damit dreimal so viele wie im Vorjahr verzeichnet werden. Diese gingen sowohl schriftlich als auch elektronisch über die Plattform ein.
Sofern Petitionen vom allgemeinen Interesse sind, können sie auf Wunsch der Petentinnen und Petenten auf der Internetplattform des Ausschusses veröffentlicht werden. Ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung können sie dann 4 Wochen lang digital mitgezeichnet und diskutiert werden. Und auch die abschließende Entscheidung einschließlich ihrer Begründung wird am Internet veröffentlicht. 2022 hatten wir 715 Petitionen, die wir auf dieser Plattform des Ausschusses veröffentlicht haben. Und über 600.000 Personen haben sich im Portal des Petitionsausschusses neu registriert, während die Zahl im Jahr zuvor mit 330.000 einmal bei gut der Hälfte lag. Das Petitionsportal zählt derzeit 4,6 Millionen registrierte Nutzerinnen und Nutzer. Ich denke, das ist schon eine stolze Zahl und damit sind wir das meisthäufig besuchteste Portal des Deutschen Bundestages. Petitionen, die eine gesteigerte öffentliche Aufmerksamkeit und einen großen Zuspruch erhalten, werden dann im Ausschuss öffentlich beraten. Das sind Petitionen, die innerhalb von 4 Wochen nach ihrem Eingang bzw. nach der Veröffentlichung von 50.000 und mehr Personen unterstützt werden. Das haben 2022 insgesamt 12 Eingaben geschafft. Es war vor allem davon auch wieder die Corona-Pandemie betroffen, die Impfpflicht. Hier wurden zum einen die allgemeine und die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht thematisiert. Weitere 3 gesundheitspolitische Themen, die beraten wurden. Und eine ganz spannende, wie ich finde, die elektronische Übermittlung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und Rezepten. Wir hatten aber auch Krankheitsbilder wie ME/CFS oder das Lipödem zum Thema. Zudem wurden folgende insbesondere außen- und energiepolitische Anliegen in öffentlicher Sitzung beraten. Der Völkermord an den Jesiden im Jahr 2014, die Unterstützung der Freiheitsbewegung im Iran, die energetische Unabhängigkeit von Russland, die Mobilitätswende sowie der Weiterbetrieb der deutschen Kernkraftwerke. Weitere Themen von öffentlicher Beratung im Jahr 2022 waren gleiche Rechte, Mutterschutz für selbstständige Schwangere, die Fortführung des Bundesprogramms Sprachkitas und die Anerkennung indischer Adoptionen in Deutschland. Zu den öffentlichen Sitzungen, ich glaube, es ist bekannt, werden die Petentinnen und Petenten geladen, um dort wirklich ihr Anliegen noch einmal vorzutragen und ebenso natürlich Vertreterinnen der Bundesregierung und werden dann von Fragen der Ausschussmitglieder zu diesem Thema beantwortet. Interessierte Bürgerinnen und Bürger und auch natürlich die Pressevertreter können diese Sitzungen sowohl live als auch im Parlamentsfernsehen, aber auch im Internet verfolgen. Und die Aufzeichnungen bleiben auch in der Mediathek erhalten, sodass man sie jederzeit wieder abrufen kann. Wir legen als Ausschuss den größten Wert darauf, dass wir jedes Anliegen gleichermaßen prüfen und sorgfältig prüfen, unabhängig davon, ob es ein persönliches Problem oder ob es eben ein sehr starkes öffentliches Interesse gibt. Dafür haben wir verschiedene Werkzeuge und ich möchte Ihnen noch einmal bestätigen, wir machen uns die Arbeit wirklich, machen die sehr umfangreich. Wir haben Ortstermine, wir fahren auf die Insel Ummanz, um uns dort etwas anzugucken. Wir gehen aber auch permanent wirklich in die Berichterstattergespräche, um eben auch nochmal vertiefende Informationen zu bekommen. Von denen fanden 12 im letzten Jahr statt. Wir sind ein Ausschuss, der sich den Lösungen für Petentinnen und Petenten wirklich umfangreich und ausschließlich widmet. Und deshalb noch einmal, ich will Ihnen die Themen nochmal kurz umreißen. Es ist natürlich schon, wie ich gesagt habe, vor allem, was uns im Augenblick beschäftigt, der Datenschutz, wieder das Arbeitslosengeld II, Außenpolitik, Völkerrecht, Visa-Angelegenheiten, vor allem der Katastrophenfall, der uns im Nachhinein auch noch beschäftigt, vom Ahrtal. Ich möchte abschließend alle Bürgerinnen und Bürger wirklich ermutigen, von diesem Petitionsrecht Gebrauch zu machen und hoffe, dass dieses Interesse an der Ausschuss geweckt wurde und dass viele ich begeistern kann. Ich glaube, wir können viel für die Bekanntheit tun und wie wir schon vorhin hochgehalten haben, es gibt ein gesammeltes Werk darüber, wo Sie weitere Zahlen dazu finden. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Dann kommen wir direkt zu Ihren Fragen. Herr Jolper fängt an. Ja, Nikita Jolper, Deutsche Welle. Könnten Sie vielleicht 3 Beispiele nennen zu den komplexen Visa-Angelegenheiten, Angriffskrieg Russlands? Und das dritte war, energetische Unabhängigkeit von Russland. Was haben denn konkret
die Leute beklagt oder welche Fragen hatten Sie, was stimmt da nicht? Danke. Ja, bitte fangen Sie mal an, je nach Zuständigkeit. Ja gut, also die Zuständigkeit, wir sind ja kein Fachausschuss, sondern wir haben die Zuständigkeit grob verteilt, aber das sind Anliegen, die, glaube ich, in allen Büros landen. Und wenn wir über die Visa-Angelegenheiten reden, dann sind das Leute, die unheimlich lange Wartezeiten haben, also die erstmal einen Termin brauchen bei den Botschaften, bei den Auslandsbotschaften, um die Einreise zu organisieren. Beispielsweise seit Jahren beschäftigt uns auch das Problem, dass die Rückkehrbereitschaft von Personen, die hier Besucher abstatten wollen, in der Bundesrepublik in Frage gestellt wird. Wir haben sozusagen da erhebliche Engpässe und das sind typischerweise Fälle, die dann bei uns auf dem Schreibtisch landen, wo wir sehr häufig dann im Einzelfall Berichterstattergespräche machen und versuchen sozusagen den Weg zu bereiten, falls möglicherweise Unterlagen fehlen, bestimmte gesetzliche Voraussetzungen erfüllt sind, aber sozusagen ja zum Beispiel Unterlagen noch nicht da sind oder so. Und das gelingt uns dann im Einzelfall, aber man muss deutlich sagen, dass es da strukturelle Probleme gibt. Das ist dem Auswärtigen Amt natürlich auch bekannt und da muss dringend nachgesteuert werden. Kurze Nachfrage zu diesem Aspekt. Es geht um deutsche Staatsbürger, die ein ausländisches Visum benötigen, oder habe ich Sie falsch verstanden? Wir haben diverseste Fälle, aber der Standardfall ist, sagen wir, dass Familienangehörige aus dem Ausland eine hier lebende Person mit Aufenthaltsgenehmigung besuchen wollen beispielsweise und da die Rückkehrbereitschaft in Frage gestellt wird. Oder wir haben den Fall von Familienzusammenführungen, wo die rechtlichen Voraussetzungen bestehen, aber die Leute ewig warten müssen, bis sie vorsprechen können, um ein gültiges Visum zu erlangen. Ja? Zu Deutschland. Das sind zwei typische Beispiele, die bei uns auf dem Schreibtisch landen. Herr Mattfeld, Sie wollten das ergänzen? Ja, ich wollte es nur ergänzen. Es geht um schnellere Visaverfahren, auch zum Beispiel eine Petition, da ging es um Freiwilligendienste. Da bemängelte ein Petent, dass er einfach zu lange braucht, wenn er einen Freiwilligendienst in Deutschland leisten möchte, er aus einem Drittstaat kommt und eine Fürsprache in den deutschen Behörden im Ausland erwirken möchte. Das dauerte ihm zu lange und das ist jetzt ein Beispiel, was ich noch mal ergänzen möchte, weil Sie ja konkret nach Beispielen fragten. Und es war noch ein drittes Aspekt, der Krieg. Herr Brandt. Ja, vielen Dank. Der Krieg ist ja eine Sache, die sich weitestgehend auch auf die Energieversorgung ausgewirkt hat. Durch die Gasversorgung bzw. die Gasmangelversorgung, die sich daraus ergeben hat. Und da käme dann wieder diese Stuttgarter Erklärung, oder die wir da als öffentliche Anhörung behandelt hatten, wo gefordert wurde, dass die Kernkraft wieder reaktiviert wurde oder reaktiviert werden soll. Und da hatten wir ja in dieser öffentlichen Anhörung, wurde ja eindrucksvoll dargelegt, wie sich die Situation darstellt mit der Kernkraft. Frau Riffer? Das habe ich nicht so ganz richtig jetzt nachvollziehen können. Also die Leute wollten, dass die Kernkraft weiter betrieben wird? Oder? Die Petenten wollten, dass die Kernkraft nicht nur eine Laufzeitverlängerung erwirkt wird für die bereits oder für die jetzt zuletzt außer Betrieb gesetzten Kernkraftwerke, dass die Laufzeit verlängert wird, sondern es sollte erneut die Kernkraft wieder komplett reaktiviert werden in Deutschland. Und der Krieg hat natürlich dafür gesorgt, dass die Energieversorgung sich noch mal verschärft durch die Gasversorgungslage. Auf Ihre Frage eingehend würde ich das auch gerne ergänzen. Es gibt Petitionen, die gehen natürlich in beide Richtungen. Die einen sagen, wir müssen mehr Waffen liefern. Und die andere Petition sagt, um Gottes Willen, gar keine Waffen liefern. Auch da, diesen Spagat müssen wir schauen und dann vergleichen, was ist der richtige Weg. Und da gibt es dann auch innerhalb unseres Ausschusses sehr viel Diskussionen darüber. Aber das ist das Besondere an diesem Ausschuss, da würde ich gerne mal darauf hinweisen. Wir arbeiten anders als andere Ausschüsse. Wir suchen unsere Meinung gemeinsam, fraktionsübergreifend versuchen wir da einen Konsens zu finden, immer im Sinne des Petenten, wenn es möglich ist. Frau Rüffer?
Also ich würde auch sagen, dass natürlich die Petitionen, die bei uns anlanden, die ganze Bandbreite des Diskurses widerspiegeln. Also wir haben Aufforderungen, diplomatisch mit mehr Nachdruck für Frieden zu sorgen. Wir haben gleichzeitig Petitionen, die mehr Waffenlieferungen wünschen. Es gibt Petitionen zum Thema Völkerverständigung. Wie können wir den Kontakt zur russischen Bürgerrechtsbewegung aufrechterhalten, Jugendaustausche. Also die Leute machen sich Gedanken darüber, wie können wir wieder zu einer friedlichen Situation zurückkehren. Und ich glaube, dass sozusagen die Positionen alle reflektiert sind in Petitionen, die wir aus der öffentlichen Debatte auch kennen. Weitere Meinung? Vielleicht Herr Mattfeld? Ja, war ja ganz konkret wirklich nach dem Krieg in der Ukraine gefragt worden ist. Hier haben wir natürlich zahlreiche Petitionen gehabt und wir müssen uns in die Lage versetzen. Wir haben das Jahr 2022. Der Krieg in der Ukraine hat gerade begonnen und dass die Menschen in Deutschland natürlich in massiver Art und Weise bewegt hat, ist, glaube ich, vielen von uns klar. Wir haben zwei Petitionen gehabt, die einen ähnlichen Wortlaut hatten, dass Deutschland möglichst eine große Zahl von ukrainischen Flüchtlingen in Deutschland aufnimmt. Wir sind dann seitens des Petitionsausschusses hier sehr intensiv eingestiegen. Gemeinsam mit dem Bundesinnenministerium haben wir einfach mal im April schon für uns verifiziert, welche Personenzahl kommt da auf uns zu. Und ich darf das einfach mal sagen, die Petition hat letztendlich in der letzten Konsequenz dann auch dazu beigetragen, dass wir natürlich seitens der deutschen Politik gemeinsam mit der Regierung hier vieles verändert haben. Sie wissen es, die Flüchtlinge aus der Ukraine haben einen besonderen Schutz innerhalb der kurzen Zeit gewährt bekommen. Sie haben eine umfassende Unterstützung in Deutschland erhalten, von der Unterkunft bis hin zur medizinischen Versorgung. Und deshalb darf man hier auch sagen, die beiden Petentinnen, ich glaube, es war ein Petent und eine Petentin, haben in der letzten Konsequenz dazu beigetragen, aus der Bevölkerung heraus, dass die deutsche Politik hier Maßnahmen ergriffen hat, um dieses Leiden zumindest an einzelnen Punkten, wenn es auch in der Gesamtheit schwer genug ist, zumindest zu lindern, dort, wo es möglich ist. Danke. Dann machen wir mal weiter mit dem Kollegen Hinter. Bitte schön. Danke, Fabian Busch von web.de und GMX. Ich hätte eine Frage an die Koalitionsvertreter. Im Koalitionsvertrag haben sich ja SPD und Grüne und FDP vorgenommen, das Petitionswesen zu stärken. Wie könnte das konkret aussehen? Und darf ich noch eine zweite Frage stellen? Oder? Bitte machen Sie. Es ist ja relativ ungewöhnlich, dass Vertreter aller 6 Fraktionen gemeinsam vor die Presse treten. Sind Sie da irgendwie, also haben Sie da andere Abläufe als das Gesamtparlament oder wie ist das zu erklären? Frau Riebig. Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, tatsächlich, wir haben schon einige Veränderungen vorgenommen. Zu Ihrer Frage, was wir an Reformen betreiben. Wir haben den Ablauf der öffentlichen Beratungen verändert. Wir lassen jetzt wirklich mehr Zeit, damit wir nicht früher 60 Minuten, jetzt 75 Minuten für eine öffentliche Beratung. Wir haben innerhalb der Abläufe des Verwaltungsapparat ist einiges verändert, aber wir werden auch in nächster Zeit noch mit Vorschlägen kommen, wo wir wirklich Reformen für das Petitionsverfahren anstreben möchten. Ich möchte in dem Zusammenhang nochmal darauf hinweisen, wie es vorhin auch schon erwähnt wurde, dadurch, dass wir ein Ausschuss sind, der nicht an die Koalitionsfraktion gebunden ist, schaffen wir es auch wirklich sehr viele Petitionen mit wirklich einer großen Mehrheit in manchmal auch wirklich einstimmig abzuschließen. Das ist etwas, was uns unterscheidet, wenn erkannt wird, dass ein Anliegen wirklich, dass es Abhilfe braucht, dann bekommen wir das hin. Und das ist auch, was die Kolleginnen und Kollegen schon erwähnt haben, zu der Andersartigkeit, weil es eben um die Belange von Bürgerinnen und Bürgern geht. Ich möchte aber zu der Reform vielleicht, Kollegin. Frau Rüffer. Ja. Das ist eine Aufgabe, die wir im Koalitionsvertrag festgehalten haben, das Petitionswesen tatsächlich so weiterzuentwickeln, dass es sein ganzes Potenzial zeigt. Ja, das treibt uns sehr viele von uns, sitzen nicht erst seit dieser Legislaturperiode in dem Petitionsausschuss, sondern schon längere Zeit und
haben über die Strecke erkannt, dass es viele Möglichkeiten gäbe, diese Petition zu stärken. Und ich glaube, der Hintergrund, den zu erfassen, das ist wichtig. Wir leben in einer Zeit, in der diese Gesellschaft an vielen Stellen gespalten ist, ja, also bezogen auf Umverteilungsfragen, auf Meinungen, auf politische Haltungen etc. Und die Petitionen sind ein Bereich, und das zeigt ja auch die Tatsache, dass hier Leute unterschiedlicher Fraktionen quasi den Blick auf die Sache richten und versuchen, im Sinne der Petenten tätig zu werden. Und das kann sozusagen heilenden Effekt gesellschaftlich auch haben. Und den wollen wir in voller Gänze ausspielen und haben vor längerer Zeit angefangen, da können wir jetzt natürlich nicht aus dem Nähkästchen erzählen, aber auf dieser Ebene der Ampelkoalitionsvertreterin, der Berichterstatterin darüber zu diskutieren, an welchen Stellen wir weiterkommen können und müssen. Und man muss ja im Hinterkopf haben, die letzte Reform liegt im Jahr 2005. Die war total erfolgreich. Seitdem gibt es diese öffentlichen Beratungen, die öffentlichen Petitionen, die ja augenscheinlich sozusagen zu einer großen Verbesserung und zu einer ganz anderen Wahrnehmung des Petitionswesens geführt haben. Aber seitdem liegt jetzt eben sehr viel Zeit zurück. Und wir wollen und tun das auch in vielen sehr intensiven und sehr konstruktiven Beratungen, uns anzuschauen, was können wir tun. Und das ist eben einmal auf der Ebene des Prozederes. Also wie können wir dem Petenten deutlich machen, transparenter deutlich machen, wie wir eigentlich im Hintergrund mit diesen Petitionen arbeiten, einschließlich des Ausschussdienstes. Wie können wir dazu kommen, dass wir Zeitfenster straffen, dass das nicht so verdammt lange dauert. So, das sind so Themen. Und auf der anderen Seite reden wir darüber, wie können Petitionen, die eine besondere Bedeutung haben, die bestimmte Diskurse wirklich reflektieren, wie können wir die ins Parlament holen, möglicherweise in die Fachausschüsse. Ne? Also das ist sozusagen die Bandbreite, die wir gerade erörtern. Und ich glaube, ich darf sagen, dass wir da auf einem wirklich guten Weg sind. Also die Koalition sieht an anderen Stellen deutlich schlechter aus als in diesem Bereich. Hier haben wir ein hohes Maß an Übereinstimmung und das macht uns Spaß. Ich würde es gerne noch ergänzen, weil es auch ein wichtiger Bestandteil ist unserer täglichen, unserer monatlichen Treffen, unserer Arbeit, wie wir damit umgehen. Wir nehmen uns das komplette Petitionswesen zur Brust und schauen genau hin, wo kann man was verbessern, wo schaffen wir mehr Bürgernähe, wie kann man Zeiten straffen oder verbessern. Beste Beispiel ist die Zahl zu veröffentlichen von Petitionen, ist die Zahl mit 50.000 Voten die richtige. Auch da machen wir uns Gedanken dazu. Und kleine Schritte werden auch jetzt schon umgesetzt, denn es gibt inzwischen eine Plattform, wo man sich anmelden kann. Und zwar wird man dorthin geführt, nicht nur zu dem Bundestagspetitionsausschuss, sondern zu allen Länderpetitionsausschüssen, weil es ist natürlich immer eine Frage, wer ist eigentlich zuständig? Wir haben oft, dass wir das wieder an die Länder verweisen müssen oder die Länder an uns. Und jetzt gibt es also in Zukunft eine Plattform, wo genau draufsteht, wer zuständig sein könnte. Und da sind alle Länderpetitionsausschüsse verlinkt und auch der Bundestag ist dort verlinkt. Und da hat der Petent schon schneller und einfacher ist er da, seinen Weg zu finden. Herr Pellmann und dann Herr Brandes hatten auch noch eine Anmerkung zu Reform. Bitte. Ja, das ist ja genau einer unserer Hauptkritikpunkte. Meine Fraktion Die Linke hat im Petitionsausschuss mehrfach reformierte Vorschläge eingebracht, weil wir der festen Überzeugung sind, dass zwei Jahre nachdem dieser Koalitionsvertrag in Kraft, fast zwei Jahre in Kraft ist, ist eben noch nicht wirklich viel passiert. Also insbesondere was die Transparenz der Verfahren betrifft, was das Nachvollziehbarkeit von Petentinnen und Petenten über das laufende Verfahren betrifft, ist nichts passiert. Was eine weitere Öffnung, was öffentliche Sitzungen betrifft, ist leider wenig passiert. Herr Todenhausen hat das Quorum angesprochen, dass ab 50.000 mitzeichnende Petitionen zwingend öffentlich zu behandeln sind. Wir haben den Vorschlag gemacht, das hat bisher keine Mehrheit gefunden, dieses Quorum deutlich abzusenken. Und etwas, wo ich mir, war ja schon in der letzten Wahlperiode Mitglied dieses Ausschusses, etwas mehr Reform gewünscht hätte, wäre auch in Absprache mit den vielen privaten Plattformen
die auch einen deutlichen Zulauf haben und viele Petentinnen und Petenten, die dort ihre Petitionen einreichen, kommen dann immer mal auf uns hier im Petitionsausschuss zu und fragen nach Arbeitsständen, wo man dann sagen muss, die Petition ist nie beim Deutschen Bundestag angekommen. Auch da ist noch einiges zu tun. Herr Brandes? Ja, vielen Dank. Zu Ihrer ersten Frage, warum sitzen hier die Vertreter aller Fraktionen zusammen? Ich möchte das gerne unterstreichen, was Frau Stamm-Fiebig sagte, dass die Zusammenarbeit im Petitionsausschuss wirklich manchmal nicht, ja, was heißt manchmal, eigentlich nicht mit verhärteten Fronten, sondern sehr kooperativ erfolgt und dementsprechend auch diese einstimmigen Voten des Öfteren zustande kommen können. Zu Ihrer zweiten Frage, wie kann man die Öffentlichkeit noch mehr ankitzeln? Wie kann man das Interesse an unserem Petitionsausschuss noch mehr erhöhen? Während leider meiner Meinung nach private Online-Plattformen aus dem Boden geschossen sind, stagnieren die Zahlen auf relativ niedrigem Niveau im Bundestag, obwohl die Seite sehr attraktiv ist anscheinend, weil wir haben ja hohe Aufrufzahlen. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass vielleicht noch die eine oder andere Petition mehr eingereicht wird. Und dann stellt sich die Frage, wie kann man das erreichen? Der Herr Pellmann hat das gerade eben schon angesprochen. Meiner Auffassung nach ist da auch noch nicht viel passiert in dieser Legislaturperiode. Wir hatten in der letzten Legislatur einen Vorschlag gemacht, unter der Begrifflichkeit mehr Demokratie wagen, dass man solche Petitionen, wenn ein bestimmtes Quorum erreicht wird, vielleicht sogar nicht nur öffentliche Anhörungen durchzuführen, sondern in Bezug auf die kommunale Ebene, wo ja auch Bürgerfragestunden stattfinden, vielleicht ab einem Quorum von 100.000, wenn das erreicht wird, so eine Art Bürgerfragestunde auch in den Deutschen Bundestag zu bringen. Das würde die Attraktivität meiner Auffassung nach stark steigern und vielleicht die eine oder andere Petition dann entsprechend auch mehr einbringen für den Bundestag. Rufer, Ergänzung noch? Ja, also die eine Sache ist sicher die absolute Zahl von eingegebenen Petitionen, aber die meines Erachtens nach noch relevantere Frage ist natürlich die Wirkung der einzelnen Eingabe. Was passiert denn im Endeffekt damit? Ne? Und da muss man natürlich differenzieren zwischen persönlichen Petitionen, das hat Martina Stamm-Fiebig gerade dargestellt, dass man möglicherweise Behördenentscheidungen helfen kann zu korrigieren, damit Abhilfe im Einzelfall geschaffen wird. Aber das andere sind ja diese Felder, Menschen sehen Gesetzeslücken, machen Vorschläge, was der Gesetzgeber zu tun hat. Und dafür gibt es manchmal richtig gute Beispiele. Manfred Todenhausen hat letzte Woche in der Sitzungswoche im Parlament eine Petition vorgestellt, wo es um den Mutterschutz von selbstständigen Frauen geht. Da hat sich eine Handwerkerin gemeldet, die ein Kind bekommen hat und Riesenprobleme hatte, das dann auch durchzutragen, zu finanzieren, sozusagen in Ruhe schwanger sein zu dürfen und Mutter zu werden. Und das Parlament hat gesehen, wir als Petitionsausschuss zuvorderst auch in öffentlicher Beratung diskutiert. Wir hatten zwei Staatssekretärinnen da, die sich dahingehend geäußert haben, dass sie dann wirklich einen Gesetzgebungsbedarf sehen. So, wir haben das einstimmig mit sehr, sehr hohem Votum beschlossen, mit Berücksichtigungsvotum über die Fraktionsgrenzen hinaus. Und dann gab es gleichzeitig noch ein Antrag aus der Unionsfraktion, die tatsächlich am selben Tag stattgefunden hat, wo eine öffentliche Debatte des Plenums auf dieser fachpolitischen Ebene stattgefunden hat. Und wir dürfen zuversichtlich sein, dass es darüber jetzt auch sozusagen zeitnah zu einer gesetzlichen Lösung kommt. Und hier muss natürlich auch das Parlament aufwachen. In diesem Fall ist das passiert, dass die Fachpolitikerinnen diese Petition auch ernst nehmen mit ihren Anliegen, dass das da ankommt und dann eben auch gesetzgeberisch bearbeitet wird. Und ich glaube, da müssen wir systematischer hinschauen, wie wir diese Wege ebnen können und auch zu formalen Wegen machen, damit das nicht so zufällig passiert, sondern tatsächlich Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass berechtigte Petitionen dann den Gesetzgeber auch zum Nachdenken und Handeln bringen. Dann versuchen wir mal noch mal eine Frage einzustreuen. Frau Buschow, bitte. Ich hätte sogar auch zwei. Ich fange mal mit einer an. Mich würde interessieren, wie sich die Petitionen, die in den Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz entwickeln oder allgemein Petitionen, die mit dem Thema Klima zusammenhängen. Denn wenn man ihnen zuhört und die Schwerpunkte hört, hat man den Eindruck, die Bevölkerung treibt das Thema Klima
lange nicht so um, wie das die teilweise sehr erregte Debatte glauben macht. Also teilen Sie diesen Eindruck? Woran liegt das? Haben Sie da vielleicht eine Ursache für? Ist das zu abstrakt für Petitionen oder interessiert es die Leute nicht? Die zweite kommt dann gleich. Frau Buschel ist immer sehr, sehr diszipliniert, was Sie fragen. Wer möchte gerne anfangen? Ja, fangen wir mal mit dem Mattfeld an, dann gehen wir einfach der Reihe nach durch. Ja, also insgesamt ist es in der Tat so, es ist weniger geworden, was die Petitionen denn für das BMWK, das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, anbelangt. Insgesamt waren es 1165 Petitionen, die uns im Jahr 2022 erreicht haben. Und das ist ein bisschen weniger als das, was wir im Jahr 2021 hatten. Da hatten wir 1153 und ist ein bisschen rückgängig. Ja, ich weiß nicht, womit es zu tun hat. Das ist ein bisschen seltsam, weil natürlich prozentual wir im Jahr 2022, die Vorsitzende hat es gesagt, mehr Petitionen gehabt haben. Wir haben Petitionen dann aber, die dann auch in eine andere Richtung gehen, vielleicht als das, was Sie argumentieren. Der Kollege Brandes hatte zum Beispiel angesprochen, die Stuttgarter Erklärung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die zur CO2-Vermeidung vorgeschlagen haben, doch die Kernkraftwerke in Deutschland länger laufen zu lassen. Und auch das ist eine Sache, ich gucke jetzt einfach die Grünen einfach mal an, wo wir unterschiedliche Auffassungen natürlich im Petitionsausschuss haben. Aber ich glaube, das darf ich sagen, egal, ich sage es mal, zu welcher einer persönlichen Richtung man neigt und politischen Richtung man neigt, wir nehmen uns dieser Thematik über alle Fraktionsgrenzen dann an, egal wie die eigene Fraktion, die eigene Partei vielleicht in dieser Art und Weise dazu aufgestellt ist. Vielleicht darf ich in diesem Zusammenhang eins noch sagen, weil es auch das Wirtschafts- und Klimaministerium betrifft. Wir hatten eine öffentliche Petition, da ging es um den LNG-Standort vor Rügen. 23. Das war 23. Mhm. Stimmt, Sie haben recht, es war 23. Aber ich darf das vielleicht trotzdem in dieser Runde sagen, weil es zwar auch nicht den Bericht betrifft, aber ich würde mich schon in diesem Zusammenhang freuen, wenn auch die Regierungsmitglieder den Petitionsausschuss vielleicht eine etwas größere Bedeutung zumessen können oder würden, als das manches Mal in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Da nehme ich meine Partei in der Vergangenheit, die ja auch eine lange Regierungsbeteiligung hatte, gar nicht aus. Wir haben es nur im Jahr 2023 vor einigen Wochen gehabt. Ich sage das einfach mal, das war nicht so positiv. Das war auch vielleicht, manche haben es als Kommunikationsdesaster bezeichnet, wo Petenten 61.000 mitgezeichnet haben, dass der LNG-Standort in Mukran bitte nicht weiterverfolgt wird. Wir haben an einem Montag eine öffentliche Anhörung in dieser Art und Weise. Nach außen ist zumindest suggeriert worden, das ist ein öffentliches Verfahren. Und abends nimmt man dann seitens des Wirtschaftsministeriums wahr, dass es eine Vorentscheidung wohl schon gegeben habe. Das ist nicht, um das vorsichtig auszudrücken, sonderlich positiv. Ich sage ganz bewusst, das hätte auch unter anderen Farbkonstellationen in der Deutschen Republik passieren können. Aber unser Aspekt seitens der Mitglieder des Petitionsausschusses ist es schon, dass die Regierungsmitglieder ganz deutlich wahrnehmen, der Petitionsausschuss hat ja einen besonderen Einfluss, er hat eine besondere Aufgabe, die bitteschön ernst zu nehmen ist. Frau Rüffer? Also ich glaube, was man sehen muss, ist, dass das Jahr 22 für die Aufmerksamkeit für den Klimaschutz insgesamt ein total schwieriges Jahr gewesen ist, ne? Weil der Angriffskrieg auf die Ukraine, die damit verbundene Sorge, dass die Energiesicherheit nicht gedeckt ist und so weiter, natürlich vieles andere überlagert hat. Und das sieht man ja an der Art der Eingaben und Verteilung. Und das ändert sich wieder. Das ist im Moment ein subjektiver Eindruck für dieses Jahr. Aber auch was die öffentlichen Beratungen angeht und so weiter, haben wir in diesem Jahr wieder einen viel stärkeren Fokus auf das Thema Klima. Und ich glaube, das brauchen wir als Gesetzgeber auch, um den nötigen Druck zu erzeugen, die Klimaziele am Ende des Tages noch einzuhalten. Herr Brandes wollte noch, na, und Herr Todenhausen, vielleicht gleich ja, Herr Brandes. Vielen Dank. Frau Stampfiebig, ich möchte dann gerne sozusagen, glaube ich, noch mal was zur Rolle der Regierung und dem Petitionsausschuss sagen. Ich bin ganz nervös dabei. Nein, Herr Brandes, bitte. Die Tatsache, dass die Interesse beim Klimaschutz zu sinken scheint, ist wahrscheinlich mit der Tatsache begründet, dass man jetzt sieht,
nach einigen Jahren und durch diese Ukraine-Krise noch mal verschärft, was die Energiewende eigentlich kostet und das CO2-Einsparen eigentlich kostet. Und da hat der Kollege Mattfeld eben schon zu Recht gesagt, da sind wir natürlich von den Fraktionen her anderer Meinung. Und ich denke, dass sich das irgendwann so entwickeln wird, dass immer mehr Petitionen auftauchen werden, wie kann ich meine Stromrechnung bezahlen und nicht mehr, wie kann ich Klimaschutz oder CO2 einsparen. Danke. Herr Tosenhausen. Ja, als ich mich vorbereitet habe zu diesem Jahresbericht, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich gedacht, ach ja, das war ja noch und dieses war ja noch und jenes war ja noch. Wir sind in einer Zeit, wo wir viel schneller sind. Also ich und ich glaube, meine Kollegen geht es ganz genauso. Wir denken an die Petitionen, die jetzt sind. Das ist eigentlich das Vorjahrsmodell von Auto, das wir fahren, obwohl es schon ein neues gibt. Und in diesem Jahr gibt es viele Punkte, die viel aktueller sind. Und wir sind ja auch ein aktueller Ausschuss, wenn die Leute sich sofort beschweren bei uns oder Petitionen einreichen zu aktuellen Themen. Und da ist es tatsächlich so, dass es ja im BMWK, ich bin im Wirtschaftsausschuss, kann das mit beurteilen, da gab es gar nicht so viele Petitionen, weil es eben gar nicht so die großen Unterschiede gab. Da war gerade das Ministerium im Aufbau, da gab es viele gute Vorschläge dabei und da gab es also nicht so sehr viele Petitionen, die gegen was gesprochen haben. Dieses Jahr GEG, kennen wir alle die Regelung, da wird sicher auch Thema sein im nächsten Jahr, aber dann haben wir neue Themen. Also wir sind in einer schnelllebigen Zeit, wo wir uns also immer wieder auf neueste Themen einrichten und wie ich das auch gerade merke, wenn wir Beispiele nehmen, von den Kollegen gerade auch wieder, das sind immer Themen, die aktuell sind. Ja, also deswegen, ja, es ist uns gut und wichtig, was wir erreicht haben im letzten Jahr, aber jetzt gucken wir nach vorne und jetzt gucken wir auf die Themen, die eigentlich jetzt sind. Das ist so unsere tägliche Arbeit. Bisschen enttäuschend. Frau Stamm-Fiebig. Also ich wollte nochmal aufgreifen, weil das für Sie scheinbar wirklich ein wichtiges Thema ist. Wenn man sich den Bericht anguckt, sehen Sie schon, dass Sie zu den Förderungen, zu der geplanten Gasumlage damals, zu Windkraft, zu PV-Anlagen, die Verfahrensweise, vor allem, sage ich einmal, der BAFA bei den Förderungen für Energieberatung. Wir hatten ja fast doppelt so viele im Bereich BMWK. Aber was Sie sicherlich anmerken, wir hatten keine großen Petitionen dazu. Aber noch einmal, ich glaube, diese Energieknappheit, die Sorge, wie wir das auch ausgestalten, wie wir unterstützen, stand letztes Jahr wirklich im Mittelpunkt. Frau Buschel, lassen wir Herrn Zweigler und dann kommen Sie mit der zweiten Frage. Herr Zweigler. Dann. Ja, das ist es. Da würde ich auch gerne unhöflich sein und zwei Fragen stellen wollen. Die erste, ich habe in Ihrem Bericht gefunden, diese interessante Statistik, wie Petitionen bearbeitet werden. Das sind etwa, ich glaube, die Zahlen hat sich nicht wesentlich geändert, etwa knapp 7% positiv und etwa ein Drittel dem Anliegen konnte man nicht folgen. Ich würde gerne wissen, ist das für Sie eigentlich ja, ernüchternd, vielleicht sogar frustrierend oder andersrum gefragt, ist bei den Bürgern vielleicht, sind die Erwartungen und Hoffnungen an diesen Ausschuss vielleicht zu hoch? Und wenn Sie gestatten, die zweite, und da würde ich mich gerne auf dieses Jahr kaprizieren wollen, laufen bei Ihnen im Moment die Kanäle voll, wenn es um Gebäudeenergiegesetz geht? Ich fange mal gerne an, wenn Sie gestatten. Also zum einen, die Kanäle laufen gerade nicht voll. Es ist jetzt, meiner Meinung nach war es bis vor 14 Tagen viel, viel schlimmer. Also dann diese ersten Eckpunkte, die Verständigung kam, hat man eine gewisse Beruhigung gemerkt. Es gibt natürlich immer noch welche, die jetzt zu den Eckpunkten, die da sind, Fragen, aber sehr wirklich konkrete Fragen stellen, wie die Ausgestaltung gehen soll. Das hat sich wirklich verändert. Die erste Frage war nach dem Verständnis, sozusagen, ob das Verhältnis zwischen Bürgern und Sie Aufwand. Haben vollkommen recht. Es ist natürlich schon, wenn man die nackten Zahlen sieht, denkt man sich auch, Aber ich glaube, es ist wirklich oft so, dass die Petentinnen und Petenten auch dem Votum, wenn wir nicht folgen können, dem etwas abgewinnen, weil wir ja erklären, warum wir nicht folgen können. Wir sagen nicht einfach, nö, finden wir jetzt nicht passend oder nicht zielgerichtet, sondern wir setzen uns ja trotz alledem mit der Petition auseinander und wir können in einigen Fällen wirklich keine Abhilfe leisten. Es ist einfach so. Und deshalb, ich glaube, dass dieser
Umgang auch, wie wir versuchen, sowohl vom Ausschussdienst, aber auch die Abgeordneten mit den Petentinnen und Petenten zum Teil auch persönlich in Kontakt zu treten, neben dem Ausschussdienst, aber auch ihnen das zu erklären, warum eine Petition nicht zum Erfolg führt, für viele schon Grund genug war, zufrieden zu sein mit der Art und Weise, wie mit der Petition verfahren wurde. Herr Pellmann? Ich will noch mal, weil wir über das Jahr 2022 und den Bericht sprechen, etwas mit ins Wort heben. Eine Petition, eine öffentliche, 65.000 Mitzeichnungen. Da ging es insbesondere um die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und die Umsetzung in aktuelles Handeln, wie man also auch Klima, weil das war ja die Frage der Klimakrise, begegnen kann, unter anderem Forderungen, Tempolimit auf Landstraßen herabzusetzen, 3 Monate kostenfreien ÖPNV, autofreie Sonntage etc. pp. Und das schließt ein bisschen an das, was Sie jetzt gefragt haben, an. Die Petition ist vom 11. März 2022 Bearbeitung offen. Daran sieht man eine sehr große Mitzeichnung und im Jahr 2022 stark mitgezeichnete Petition, wo ein großes Interesse da ist. Und das führt gegebenenfalls zu einer Frustration, zu einem Desinteresse, dass man sagt, die ist jetzt über ein Jahr alt und der Stand der Bearbeitung ist nach wie vor offen. Und das ist etwas, was ich auch mit Transparenz meine, dass Petentinnen und Petenten nachvollziehbar wissen, wo ist denn jetzt gerade der Bearbeitungsstand. Wenn jetzt Petent schaut, sagt er, ist offen, ist nicht bearbeitet, über ein Jahr her. Das führt dann auch dazu, dass die, die sich dort engagiert haben, vielleicht sagen, okay, es ist vielleicht nicht der geeignete Weg. Herr Mattfeld? Ja, weil diese 7% eben angesprochen worden ist. Und man kann vielleicht den Eindruck haben, der Petitionsausschuss will hier gar nicht überall helfen. Ich darf das auch ganz ehrlich sagen, wir brauchen auch manchmal Mut zur Wahrheit. Man kann auch nicht immer überall helfen. Und es sind auch nicht alle Anliegen der Petentinnen und Petenten, ich sage es mal so, unterstützenswert, dass man sagen kann, hier muss sich der Petitionsausschuss sehr schwer hineinknien. Das machen wir bei ganz, ganz vielen Petitionen, dass wir uns reinknien. Ich darf das aber auch sagen, auch das gehört zur Wahrheit, wir haben auch gewisse Kuriositäten, um das einfach mal zu sagen, die in der Anzahl nicht ganz klein sind. Wenn sich ein Petent zum Beispiel wünscht, dass sein Bundesliga-Trainer bitte sofort zurückgeholt werden müsse, können wir da nicht helfen. Wenn ein Petent sagt, ich wünschte aber gerne weniger rote Gummibärchen in der Gummibärchentüte und blaue fehlen ganz, das sei undemokratisch, da darf ich Ihnen sagen, das sind dann natürlich Petitionen, da sagen Sie, das geht nicht. Und deshalb bitte ich, das ein Stück weit zu relativieren, weil wir doch von diesen Kuriositäten, ich sage es mal, nicht ganz wenige haben. Uns oder zumindest mir, aber ich weiß auch bei den Kolleginnen und Kollegen, ist es aber immer wichtig, die Petitionen, die wirklich eine besondere Bedeutung haben, das hat man, gerade wenn man auch länger dabei ist, aber man braucht da gar nicht lange dabei sein, die haben dann schon ein Fingerspitzengefühl, dass man sagt, da müssen wir wirklich mehr Arbeit hineinstecken. Dieser Petent hat wirklich ein Ansinnen, was nicht nur berechtigt ist, wo wir wirklich versuchen wollen zu helfen, aber dadurch relativiert sich natürlich eine Prozentzahl, die dann, ich sag's mal, von den ganz ernst gemeinten Petitionen weitaus höher liegt als bei 7%, wie Sie es eben gesagt haben, nur um, ich sag's mal, eine reine Zahl nicht unbedingt in die falsche Richtung wirken zu lassen. Frau Rüffer? Also ich glaube, es ist unbestritten, dass wir die Verfahren transparenter gestalten müssen, dass wir dazu kommen müssen, den Petentinnen Informationen zu geben, die sie auch verstehen können, mit denen sie was anfangen können. Wir müssen darauf achten, dass die Beschlussempfehlungen auch so gestaltet sind, dass das nicht eine Anreihung von irgendwelchen Paragraphen ist, sondern dass die Leute verstehen, was steht denn materiell dahinter, was bedeutet denn das eigentlich für mich so, ne? Also wir müssen uns besser erklären. Wir müssen transparenter werden, wir müssen aber auch schneller werden. Und ich finde das auch zum Teil nicht gut akzeptabel, wie lange die einzelnen Prozesse dauern, wie lange es bis zu den Entscheidungen dauert. Und dann gibt es aber auch Punkte, da muss man einfach ganz deutlich sagen, da kommen wir aber auch gemeinsam schwer auf einen grünen Zweig, ne? Also wenn wir über Tempolimit auf Bundesstraßen reden, dann sind sie also als Petenten, glaube ich, bei uns gut aufgehoben. Aber das ist eben kein konsensualer Punkt. Und da fällt es dann eben schwer, zu einem Abschluss zu kommen, der dann tatsächlich auch in Gesetzgebung mündet. Das muss man akzeptieren. So sind die demokratischen Verhältnisse, mit denen wir hier konfrontiert sind. So, und dann gibt es natürlich auch Petitionen, bei denen es um Gummibärchenfarben geht oder so, aber die nehme ich nicht so wahr, sondern in
der sozusagen allgemeinen Wahrnehmung des Tagesgeschäftes sind die meisten Petitionen wirklich solche, mit denen man sich auseinandersetzen muss als Abgeordneter. Ne? Also dafür sind wir da. Wir wollen hier die Interessen der Menschen in diesem Land vertreten und da haben wir als Ausschuss wirklich wahrlich viel damit zu tun. So, und was problematisch ist, das muss man auch sagen, wir hatten im letzten Jahr eine wahnsinnig wirkmächtige Petition, die sich mit der Frage einer guten Pflege in diesem Land beschäftigt. Ja, wo es um den demografischen Wandel geht, um die Frage geht, wie wollen wir denn eigentlich die Pflege menschenwürdig in Zukunft gestalten, war die größte Petition, die wir jemals hatten. Das hat aber, glaube ich, dann, nachdem wir ein Berücksichtigungsvotum gefunden haben, wir waren alle der Meinung, dass das ein Thema ist, mit dem man jetzt arbeiten muss, aber es ist dann im Parlament nicht weiter aufgegriffen worden bis jetzt. So, ne? Das ist einfach Mist, muss man sagen. Ne? Da haben wir als Ausschuss übereinstimmend gesagt, fraktionsübereinstimmend gesagt, dieses Anliegen ist absolut berechtigt, das ist ein gesellschaftsbewegendes Thema, ja, das so herausfordernd ist, ich will es mal deutlich sagen, wie die Klimakrise, die Bewältigung der Klimakrise, eine Riesenaufgabe. Und ich glaube, dass das gesamte Parlament nochmal dieser Punkt, sich mehr mit diesen Petitionen zu beschäftigen hat, das ist, glaube ich, ganz wichtig, damit da Bewegung reinkommt in diese großen Themen. Und der Petitionsausschuss, da sagt man immer, ist so ein Seismograph. Man sieht an der Anzahl der Eingaben zu einem Thema ganz deutlich, wo es wehtut. Und ich sage mal, die Pflege ist ein Bereich, wo es richtig wehtut. Und da müssen wir mehr in Kommunikation mit den Leuten sein, die es betrifft und jeden Tag darunter leiden, dass die Verhältnisse nicht gut sind. Dann lassen wir doch Frau Busche noch mal eine zweite Frage stellen. Ja, danke. Es ist quasi eine Nachfrage zu dem, was vorhin die Antwort auf die Frage von Herrn Jolkwa war. Frau Rüffer, Sie sagten, es gab auch Petitionen, die mehr Waffenlieferungen forderten. Gab es auch das Gegenteil, also Petitionen, die einen Stopp der Waffenlieferungen forderten? Und in dem Zusammenhang die Frage, dass die Petition zugegebenermaßen in diesem Jahr, bei dir in diesem Jahr die meisten Schlagzeilen gemacht hat, war eine von einem privaten Portal, nämlich das sogenannte Manifest für den Frieden eben gegen Waffenlieferungen. Da würde mich interessieren, wie Sie das bewerten. Diese Plattformen haben Sie in der Vergangenheit immer kritisch gesehen, aber tatsächlich die Frage, würden Sie sich wünschen, wenn man jetzt mal in Klammern setzt, dass eine Bundestagsabgeordnete selber dabei war, dass diese Petition bei Ihnen gelandet wäre? Ja, also zur ersten Frage. Also ich habe es versucht eingangs zu sagen. Also ich glaube, die Eingaben, die wir bekommen, reflektieren den gesellschaftlichen Diskurs. Und wir wissen ja, dass die Gesellschaft quasi gespalten war in dieser Frage. Ne? Waffenlieferung ja oder Waffenlieferung nein. Wie kommen wir zu einem Frieden? Das ist natürlich das gemeinschaftliche Ziel. Aber wie man das erreicht, darüber gibt es keinen Konsens. Also den kann man nicht ablesen an Petitionen. Und wir haben, also grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, dass diese privaten Plattformen völlig legitim sind, aber einen anderen Auftrag haben erstmal und den für sich selber auch anders definieren. Ne? Also es geht da um Druck, politischen Druck. Und was wir tun, ist sozusagen, wir arbeiten auf Grundlage des Artikel 17 Grundgesetzes. Wir haben formalisierte Verfahren. Bei uns geht es nicht um Druck, sondern bei uns geht es darum, dass es eine sachliche, sehr vertiefte Auseinandersetzung gibt. Ich habe weniger Angst als andere vielleicht hier auf dem Podium vor den privaten Plattformen. Ich finde, dass man auch darüber nachdenken sollte, wir als Bundestagsausschuss, was können wir davon lernen? Und ich finde, dass wir auch darüber nachdenken sollten, wie kann man denn die Verfahren möglicherweise miteinander verschränken? Aber da sind natürlich komplizierte Fragestellungen, die da im Hintergrund stehen. Also wir haben bestimmte Plattformen, die natürlich mit den Daten, die sie erlangen, Geld verdienen, die halt kommerziell sind und so weiter. Dann geht es um Datenschutzfragen und so weiter. Aber natürlich hätte ich mich gerade mit dieser Petition mit großer Leidenschaft total gerne beschäftigt. Und ich hätte es auch gut gefunden, wenn diejenigen, die es initiiert haben, das in Richtung unseres Bundestagsausschusses getan hätten, weil dann hätten sie nämlich tatsächlich den Effekt gehabt, dass wir in der öffentlichen Beratung dazu auch miteinander hätten verhandeln müssen. Also ich finde das total schade. Ich fände es richtig gut, wenn die Leute sich an uns wendeten und verstehen würden, dass es einen Unterschied gibt zwischen den privaten Plattformen und dem Auftrag, der sich, wie gesagt, aus dem Grundgesetz speist. Das ist, glaube ich, nicht allen Leuten klar,
dass wir einer von sehr wenigen Ausschüssen sind, die es geben muss, ne? Also wo es nicht irgendwie in Koalition verhandelt werden kann, Petitionsausschuss wollen wir mal haben oder nicht. Darauf hat jeder Mensch ein Recht, sich an uns zu wenden. Und das versuchen wir wirklich auch in aller Ernsthaftigkeit so zu betreiben. Herr Brandes, dann Herr Todenhausen. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne noch mal auf die Frage, die wurde nämlich, glaube ich, nicht beantwortet, zum Gebäudeenergiegesetz. Also ja, da gab es schon Petitionen und auch eine größere Petition. Und in diesem Fall ist es so, dass die Leute auch hier wie bei den Energiepreisen natürlich merken, was da jetzt mit ihnen geschehen wird. Sie können sich vorstellen, wenn eine ältere Dame in ihrem Haus wohnt, gerade abbezahlt und dann mal eben Sanierungskosten von 100, 120.000 Euro aufpoppen, dass das schwierig wird, dafür noch ein entsprechendes Darlehen zu bekommen. Und da werden die Leute jetzt auch mit Realitäten konfrontiert, wo bisher keiner darüber nachgedacht hat. Und ich gehe schon davon aus, dass sich das auch in den Petitionen widerspiegeln wird. Was die Waffenlieferung angeht, ja, da ist es auch so, dass natürlich die Positionen im Petitionsausschuss also grundlegend unterschiedlich sind. Und man auch da sagen muss, dass die Erwartungen der Petenten natürlich schwer zu erfüllen sind, wenn man gegen die Meinung der Regierung Petitionen stellt. Weil auch da natürlich die Mehrheiten so abgebildet sind, wie sie das im Bundestag insgesamt auch sind. Und was die Kollegin Rüffer sagte zu den privaten Petitionsplattformen, möchte ich auch noch mal hier für die Bundestagspetition werben, einfach weil sich hier wirklich was draus ergibt. Ja, es wird sich hier wirklich definitiv mit beschäftigt, während bei den offenen oder den privaten Plattformen viel natürlich auch E-Mail-Adressen gesammelt werden und keine wirkliche Konsequenz daraus erfolgen wird. Danke. Herr Todenhausen. Ich habe mich selber mal vor Jahren bei privaten Plattformen eingetragen, einfach mal, weil ich wissen wollte, wie funktioniert das dann, wie ist das. Ich halte diese privaten Plattformen, die übrigens wie Pilze aus dem Boden schießen, habe ich das Gefühl, dass es immer mehr gibt, für wichtig, um Meinungsbildung zu betreiben. Also wo man Leute um sich schart, um Meinungen zu bilden, wobei man auch sagen muss, manchmal sind die Meinungen dann auch populistisch und schließen sich gerne Leute an. Gleichwohl sind diese Plattformen auch daran interessiert, Spenden zu sammeln. Es gibt welche, die haben ihren Sitz in San Francisco, kann man im nachlesen. Und die Petitionsunterschriften, die dort eingereicht werden, sind nicht unkontrollierbar. Ich kann die mit meinen 17 E-Mail-Adressen, kann ich jede einzelne nochmal 17 Mal unterschreiben, ohne dass das kontrolliert wird. Hier ist es schwieriger beim Bundestag. Und deswegen, wir haben dieses Thema jedes Jahr. Und ich bin nicht derjenige, der jetzt sagt, jetzt soll doch jeder eine private Plattform machen und die müssen jetzt von allen auch gehört werden. Sondern es gibt eine Stelle, die es anspricht. Das ist der Bundestag oder die Landesparlamente und da ist man richtig und da hat man auch den Anspruch, dementsprechend dann Antworten zu bekommen und nicht nur was hinzuschreiben, sondern auch vernünftige Antworten zu bekommen und auch wenn die manchmal nicht so ausfallen im Sinne des Petenten, aber jeder bekommt eben auf seine spezielle Petition auch eine Antwort. Herr Jolper? Ja, Herr Pellmann, eine kurze Nachfrage. Sie hatten erwähnt, dass eine Petition zum Thema Ukraine-Krieg 67.000 Unterstützer, glaube ich, hatten Sie gesagt, versammelt hat. Was war das, der Inhalt dieser Petition? Und die zweite Frage, ich weiß nicht, ob das jemand beantworten kann. Hier steht in diesem Bericht, dass 296 Petitionen aus dem Ausland eingereicht wurden. Können Sie vielleicht das aufziffern, aus welchen Ländern so? Also die meisten von den Ausländischen. Fangen wir mal mit Herrn Pellmann an. Also die Petition ist ja im Jahr 22, also im März entstanden und dort beschäftigte sie sich, ich zitiere es einfach mal, um hier nichts falsch zu sagen, dass ein Sofortprogramm von der Bundesregierung gefordert wird, darauf bin ich vorhin schon eingegangen, denn fast die Hälfte der russischen Einnahmen stammt aus dem Verkauf fossiler Energieträger. Deutschland finanziert über Ölimporte aus Russlands Putin-Krieg mit. Im letzten Jahr zahlte Deutschland 12 Milliarden für Öl. Um dem gegenzuwirken und dort die Grundlage zu entziehen, ist diese Petition entstanden und an die Bundesregierung diese Aufgabe herangetragen worden und das über den Petitionsausschuss und uns. Und ich habe gerade nochmal nachgeschaut, die Berichterstatterinnen und Berichterstatter haben alle votiert. Das ist ja immer so ein Vorverfahren. Es gab dazu eine öffentliche Sitzung. Wo die Petition jetzt liegt, habe ich jetzt im Laufe der Pressekonferenz leider nicht aufklären können. Herr Mattfeld?
Ja, ich habe jetzt nicht eine Aufstellung, die haben wir nicht, auch im Bericht nicht, wo aus welchen Ländern denn die meisten Petitionen kommen. Ich kann das jetzt nur gefühlt sagen. Es steht ja im Grundgesetz, dass jedermann, er braucht nicht deutscher Staatsbürger sein, sondern jedermann sich an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages wenden kann, egal wo er auf der Welt, übrigens auch egal welchen Alters er auf der Welt lebt. Gefühlt, weil ich davon sehr, sehr viele von der Anzahl, die Sie eben genannt haben, auf dem Tisch haben. Wir haben eine sehr aktive Schreiberin, die aus den Vereinigten Staaten kommt, die mit sehr vielen Eingaben an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages sich wendet. Und ich vermute, ein ganz großer Teil dieser Eingaben geht auch aus dieser Dame zurück. Daran sehen Sie ein Stück weit, dass das nicht unbedingt eine ganz große, ich sage es mal, Anzahl ist, die zumindest in der Zahl der Personen oder handelnden Personen, die Petitionen einreichen, sich an uns wenden. Aber gleichwohl, überall auf der Welt können Petitionen an den Deutschen Bundestag, an den Petitionsausschuss eingereicht werden. Aber das ist jetzt nur gefühlt, aber ich glaube, das kommt so ungefähr hin. Das wird allen Voraussicht nach wirklich die Dame sein. Ich sehe jetzt keinen Widerspruch hier oben in der Gefühl von Herrn Mattfeld. Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich. Bedanke mich Dankeschön. Bei den Damen und Herren des Ausschusses und bei den Kolleginnen und Kollegen und wünsche einen schönen Tag.